So, wo waren wir? Penis. Meine Güte. Ja, wir waren bei dem Typ, der mich für einen Rechtsradikalen gehalten hat, oder? Ja. Okay, der Typ hat mich angehalten. Und er sagte mir, bist du Nazi? Und ich sagte, ich bin Ausländer. Und er sagte, na und? Und ich sagte, das würde keinen Sinn machen dann, oder? Und er sagte, Rassismus hat nichts mit Sinn zu tun. Tja, diese Runde hat er gewonnen. Er sagte, was für ein Landsmann bist du? Ich sagte, Engländer. Er sagte dann auf Englisch, piss off, you Nazi. Und ich war tief beeindruckt. Sein Englisch war perfekt, er war bestimmt Streber in der Sonderschule. Er sagte dann etwas, was ich nie vergessen werde. Er sagte, ich ficke deine Mutter. Und ich sagte, bist du sicher? Sie ist sehr alt. Sie sieht aus wie Gandalf. Den Bart habe ich von ihr. Junge, Junge, kannst du keine Mädchen in deinem Alter finden? Und aber er wollte nicht loslassen. Er sagte, verstehst du nicht, ich ficke deine Mutter, Alter. Hey. Und dann ist bei mir den Groschen gefallen und ich sagte, bist du mein Vater? Ey, du schuldest mir eine Menge Taschengeld. Und wenn das abbezahlt ist, fahren wir zusammen nach Disney World. Und er hat mich geschubst. Und ich sagte, okay, wie wär's mit Legoland? Und er hat mich nochmal geschubst. Und ich sagte, ach, meine Mutter hat gesagt, du wärst ein Arschloch. Aber immerhin, man hat nur einen Vater im Leben. Ich wusste nicht, ob ich die Chance nochmal kriegen würde. Ich habe ihn nur mal umarmt. Vati! Und er ist abgehauen. Genau wie letztes Mal.